Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich schwitze mich hier tot. Es sind 30 Grad. Ich wollte mich schminken, um irgendwie richtig fresh für euch auszusehen. Aber dann dachte ich, Bro, ich habe echt keinen Bock, um noch mehr zu schwitzen. Deswegen bin ich jetzt ungeschminkt. Ich habe gerade schon ein anderes Video gedreht und wollte jetzt ein Video drehen, in dem ich euch Sachen zeige, die ich mir gekauft habe in einem Secondhand-Laden. Ich war nämlich letzte Woche zweimal shoppen in Secondhand-Läden. Und in dem anderen Video habe ich euch Sachen gekauft, die ich in Dänemark in Secondhand Läden gekauft habe. Das, was ich euch jetzt zeige, habe ich in der Nähe von Osnabrück gekauft, bei Anke Schrader heißt das. Das ist so ein Laden, wo du pro Kilo Kleidung, ich glaube 15 Euro bezahlst. Und ich habe mir für 75 Euro so tolle Sachen gekauft. Oh, das bleibt mir schon im Hals stecken, wenn ich darüber rede, weil das so heftig war. Ich habe mich so gefreut. Und ich wollte euch sehr gerne zeigen, was ich mir gekauft habe, weil vielleicht bringe ich so manchen von euch das Thema Secondhand-Kleidung und Flohmarkt und sowas näher. Dieser Laden in Osnabrück war heftig. Also ich hätte da 6 Stunden bleiben können, das war hammerkrass. Also ich habe teilweise nur 3, 4 Abteilungen abgecheckt. So ein Ding war das, ich war nur eine Stunde da. Und ich habe so schöne Sachen gefunden und die wollte ich euch heute gerne zeigen, weil für 75 Euro war das wirklich ein sehr, sehr toller Einkauf. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr während dem Video fleißig mitkommentiert, wie ihr was findet, weil ich lese immer eure Kommentare und habe dadurch auch schon viel gelernt über Mode, über Haushalt, über das Leben. Und ich würde sagen, lasst uns nicht lang schnacken, wir fangen jetzt an mit dem Video und ich zeige euch meine tolle Secondhand-Ausbeute. Kurze Vorab-Info-Digis. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert. Zweimal die Woche kommen neue Videos. Manchmal sind echt coole dabei. Und wenn ihr ab und zu Werbung durchlaufen lasst. 15 Sekunden. Ich weiß, YouTube ist manchmal frech. Manchmal machen sie 10, 20 Minuten Werbung. Hammer unverschämt. Aber sobald ihr eine Werbung 15 Sekunden laufen lasst, kriege ich halt Geld von YouTube, weil meine Zuschauer halt Werbung geguckt haben. Und damit könnt ihr mich unterstützen für meinen Content, für Sachen, die ich für meinen Content kaufe, für Tests, für alles Mögliche. Und müsst nicht viel dabei machen. Währenddessen geh einmal kurz auf Klo oder hol dir einen Apfel, den du dir schälst, ist gesund. So, ich würde mich sehr freuen. Und jetzt lass uns nicht lang schnacken. Lass uns schnell meine Secondhand-Einkäufe auspacken. Als erstes habe ich mir diese Schuhe gekauft. Ich weiß nicht, was die anderen Sachen gekostet haben, aber alles hat halt 75 Euro gekostet. Ich weiß, manche von euch würden sich wahrscheinlich keine Schuhe Secondhand kaufen. Ich muss sagen, mich persönlich juckt es nicht so. Also ich bin da wirklich sehr schmerzfrei. Ich kann mir auch mit jemandem Mascara teilen, Lippenstift teilen, Schuhe, also das juckt mich nicht. Also ich glaube, Unterwäsche ist nochmal so ein Ding, wo ich sagen würde, nee, Digga, da bin ich raus. Also ich würde mir von einer Freundin eine Unterhose leihen, aber ich würde jetzt keine Secondhand kaufen. BHs würde ich, glaube ich, noch Secondhand kaufen, Socken auch nicht. Aber sonst bin ich da schon echt schmerzfrei. Und diese Schuhe von Rika, ich habe Schuhgröße 42, das ist schwer für mich, schöne, gute Schuhe zu finden. Rika ist auch eine Marke, Bro, die ist ein bisschen teurer. Die hier habe ich für 5 Euro gekauft. So, das fand ich richtig, richtig toll. Ihr wisst ja, meistens trage ich nur so Sneakers zu Kleidung und Kleidern und was weiß ich. Aber meine Follower meinten, Bro, weil ich habe euch um Rat gefragt, wie kann ich irgendwie auch mal schöne Schuhe tragen. Hol dir Schuhe mit bisschen Absatz, weil ich mag keine hohen Absätze, ich mag keine Pfennigabsätze und sowas kann ich auch nicht drauf laufen. Und ja, da habe ich mich natürlich richtig gefreut, dass ich Schuhe in meiner Größe gefunden habe. Dann noch Sommerschuhe, dann noch für 5 Euro und dann noch von einer coolen Marke. So, die habe ich mitgenommen. Dann, hammerkrass, habe ich eigentlich nach einer Jeansjacke geguckt, weil ich habe meine allerliebste Jeansjacke in Finnland verloren, in einem Secondhand-Laden. Die war so traurig, aber ich habe halt bei Frauenjacken geguckt und ich habe halt keine Jeansjacke gefunden, aber dafür mehrere Lederjacken, verstehst du? Hammerheftig. Und ich habe es jetzt seit einiger Zeit so, dass ich mich irgendwie modisch mehr auslebe. Ich fühle mich wieder wohler in meinem Körper mit allem und ja, trag auch mehr Farbe, wenn ihr ein paar Jahre zurückguckt, ihr wisst, das war nochmal anders, ne? Also wir haben uns das schon gut weiterentwickelt. Und unter anderem habe ich mir diese rosa Lederjacke gekauft. Lederjacken kriegst du ja eh offen, wobei sie hat auch genug Armfreiheit, weil ihr wisst, ich bin sehr muskulös. Ja, und da habe ich mich richtig gefreut. So ein schönes Rosa, finde ich, kannst du ja auch mit vielen Sachen kombinieren. Sieht ja auch nochmal süß aus. Ich finde, das ist auch so ein Rosa, was mir steht. Und ja, dann habe ich auch diese braune Lederjacke gefunden. So, also ich war sehr überrascht. Und guck mal, das Ding ist, in dem Laden, wo ich war, zahlst du ja pro Kilo. Du zahlst ja wenig Stückpreise, außer bei Schuhen oder so. Und Lederjacken wiegen. Ich glaube, hätte ich nicht die 3 Lederjacken gehabt, wäre der Kauf nochmal viel günstiger geworden. Verpiss dich.
Diese nervige Fliege fliegt hier die ganze Zeit rum, während ich drehe. Ich krieg sie nicht zu packen. Also wenn hier mal eine Fliege rumläuft im Video, also fliegt, ignoriert dieses Miststück. Ich hasse Fliegen. Ich bin so ein richtiger Fliegenrassist. Ich kann nicht schlafen, wenn eine Fliege im Raum ist. Ich hasse das, wenn die mich berühren. Aber das hier ist irgendwie eine Turbofliege. Keine Ahnung, die kriegt man nicht. Die ist zu krass. Miststück. Ja. Ich habe natürlich im Secondhand-Laden hatte ich einfach eine schwarze Hose an. Jetzt habe ich einen Rock an, weil es sind über 30 Grad draußen. So, aber denkt euch das Ganze nochmal schön kombiniert. Ich fand das Braun auch nochmal interessant. Dann fand ich diesen Blazerschnitt hier interessant. Also für mich auf jeden Fall eine schöne Lederjacke. So kann man auch gut kombinieren. Musst du dir jetzt halt mit einer Hose vorstellen, weißt du. Dann auch bei den Jacken auf der Suche nach einer Jeansjacke habe ich hier das Teil gefunden. Also viele Sachen, die ich euch jetzt hier zeige, sind auch Markensachen so. Und das ist zum Beispiel von Vero Moda. Ja, so ein leichtes Jäckchen. Ich meine, zu ist ein bisschen doof bei mir. Das ist dann doch zu eng. Das muss man ja realistisch sagen. Puh, Brüste hängen hier, Bauch quillt da. Das ist jetzt nicht so geil. Aber wenn du ihn öffnest, mit was Schicken drunter. Weiß ich, ich sehe das manchmal bei Frauen, die so eine rote Jacke haben oder so einen roten Mantel und ich finde das sehr, sehr hübsch. Und der hier ist natürlich auch vom Gewicht schwer. Also diese Jacken haben den Preis nochmal gehoben, aber trotzdem für 75 Euro kann man sich wirklich nicht beschweren. Und ja, bin so gespannt auf eure Kommentare, wie ihr meine Shopping-Ausbeute findet. Fand ich schick. Da der Laden, in dem ich war, wirklich wahnsinnig groß war, habe ich wirklich, ich war nur bei den Kleidern, ich war kurz bei den Blusen und bei den Jacken. Also die haben bestimmt ein paar hundert Kleider gehabt und so lange Sachen. Das hier zum Beispiel von Kick, also das ist eher so No Name. Es ist ja auch nicht immer wichtig, dass es markenmäßig ist oder so, ne? Aber es ist natürlich gerade für die, die gar nichts mit Secondhand zu tun haben, gut zu wissen. Bro, du findest da auch manchmal richtig heftige, krasse Markenklamotten, super viele Sachen. In Secondhand-Läden sind neu mit Etikett. So. Und das ist so, das fand ich einfach ganz schick. Kannst du nochmal zumachen, dann hast du so ein Blumenkleidchen. Kannst du aber auch so offen tragen, einfach luftig, über etwas drüber. Ihr wisst, ich mag Blumen. Blumen ist einfach mein Style. Und ja, fand ich süß. Dann, oh, das ziehe ich jetzt extra für euch an. Das ist ein sehr heftiges Teil. Sehr, sehr heftig. Warte, das ist von Only, glaube ich. So ein Ganzkörperanzug. Und wenn du den hübsch kombinierst, kann das richtig gut aussehen. Also auch, so ein Teil ist natürlich, wenn du jetzt kilomäßig gehst, auch nochmal schwerer. Aber ich habe festgestellt, so Jumpsuits und sowas stehen mir halt auch gut. Und so Ganzkörpersachen, so Schlag. Wobei ich trage nicht so gerne Schlag. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Teil. Oben ein bisschen verspielt, ein bisschen so. Unten luftig. Also, das fand ich halt schon sehr krass. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich mir dieses rote Blüschen gekauft. Ich weiß, es ist zerknittert, aber ich teste aktuell so ein Anti-Knitter-Spray von DM. Das haben mir meine Follower empfohlen. Und ich überlege mir, so ein Bügeleisen zu holen für die Luft. Also so ein so ein Dampfbügeleisen, weil so zerknittert ist halt nicht nice, ne? Aber das kannst du schön offen tragen. Das kannst du auch ein bisschen geschlossen tragen. Fand ich auch von der Farbe sehr hübsch, fand ich frisch. Es ist hinten länger als vorne. Das mag ich halt auch sehr, sehr gerne nochmal. Und ja, ich weiß nicht, wann sich das in den letzten Jahren ergeben hat. Aber ich trage gerne Blusen. Nicht immer, aber manchmal. Dann habe ich das Oberteil hier gefunden von Esprit. So. Also ich sage euch ehrlich so, ne? Wenn ich jetzt in so einen Esprit-Laden gehe und 50 Euro für eine Tunika ausgeben soll, bin ich schon am Überlegen. Also bei manchen Sachen kaufe ich nur bestimmte Marken oder Designer, so Handtaschen, Uhren, was weiß ich. Aber bei Kleidung? Nee. Warum? Guck mal, das ist so, wenn diese kleine Raffung nicht wäre, wäre es total langweilig und würde nicht gut aussehen. So ist es aber ein gutes Teil. Man sieht jetzt nicht so viel wegen Schwarz auf Schwarz, aber Digis, es ist 30 Grad, es ist unnormal heiß. Und ich dachte, ich zeige euch jetzt einfach mal die Sachen. Guck mal, diese Raffung kaschiert nochmal ein bisschen. Dann V-Ausschnitt. Ich wusste nie, dass mein V-Ausschnitt steht und ich mochte V-Ausschnitt auch nicht, bis ich immer mit euch geredet habe in meinen Videos und ihr kommentiert habt und meinte, Bro, probier mal V-Ausschnitt, weil ich habe breite Schultern, dies, das, meine Figur ist manchmal mit manchen Kleidungssachen problematisch, weil es gibt Frauen, die sind oben breit, Mitte schmal, unten breit und bei mir ist das so ganz komisch. Ich weiß auch nicht. So, und da ist es dann manchmal schwer für mich, aber irgendwann mit 30 Jahren lernt man auch ein bisschen, was einem steht und was nicht. So, hier hast du diesen luftigen Kram hier, das sieht gut aus. Die Raffung betont das Ganze nochmal hübsch. Der V-Ausschnitt ist nochmal schön. So, es ist ein toller Stoff. Stell dir das jetzt einfach mal über so einer schönen Jeans oder so vor, weißt du. So, tolles Teil.
Wir sind auch schon fast am Ende. Also ich habe tatsächlich bei diesem Kiloladen nicht so viel gekauft. Aber die Lederjacken, die haben halt vom Gewicht so ein bisschen reingehauen. Und guck mal, das hier ist auch ein Oberteil. Das hat noch Etikett dran gehabt. Neu. Das hat neu 70 Euro gekostet. 69,90. Weil, keine Ahnung, es ist von der Marke Color Red. Sagt mir nichts. Ist ein bisschen schwierig, weil dadurch, dass meine Brüste recht doll hängen tatsächlich, kann ich nicht ohne BH rumlaufen. Trägerloser BH mag ich jetzt auch nicht so gerne. Aber wenn du dir das hier jetzt mal vorstellst, meinetwegen nur mit einem BH, ne? So, ein bisschen rumtüteln, fand ich das auch ganz schick. Es fällt, also am Bauch ist es so ein Stoff, der deinen Speck krass betont. So, es gibt da ja verschiedene Stoffarten, weißt du. Aber wenn du jetzt was da drunter trägst, zum Beispiel eine Hose, die das so ein bisschen gerade macht und einengt, fand ich das ganz schick. Ich war unentschlossen, weil so wird halt, glaube ich, besser aussehen, weißt du. Aber ich fand das irgendwie verspielt. Ich mag schwarz, ich mag rot. Ich dachte, du kannst auch mal hier so ein bisschen Freiheit zeigen. Und deswegen habe ich mir das mitgenommen. Und jetzt kommen wir zum letzten Oberteil. Oh, das Oberteil hat mich beim Anprobieren so genervt, weil es ist so kompliziert. Und ihr wisst, wenn ihr mich aus anderen Videos kennt, ich mag keine Probleme bei den Sachen, die ich habe. Ich mag keine Lippenstifte, die mir Probleme machen. Ich mag kein Drama bei Kleidung, die kompliziert anzuziehen ist. Aber aus irgendeinem Grund habe ich mich im Laden mit diesem Teil abgequält und es hat sich gelohnt tatsächlich. Also es ist komplizierter anzuziehen, das ist ein bisschen nervig. Genauso wie jetzt hing ich auch im Laden und dachte mir, nee, scheiß drauf. Aber eine kleine Stimme in mir meinte, probier es. So. Tschüss. Und so, weißt du. Und das hat halt so ein, ja, du hast halt unten so ein Teil, so ein, nicht top, aber so doch ein bisschen top. Und dann dieses Luftige da drüber, als würdest du so ein Poncho tragen, weißt du. Und die Mühe haben sich gelohnt beim großen Anprobierdrama. Also, ne, ist halt schick, so. Deswegen habe ich es mitgenommen und dachte, Bro, manchmal kannst du auch dich 20 Sekunden aufregen, wenn du was anziehst, wenn es dafür echt gut aussieht. Kann es dich auch kurz beim Anprobieren nerven und das hier fand ich sehr, sehr gut aussehend. Und deswegen habe ich mir das... Ja, Digis, das waren jetzt die ganzen Kleidungssachen, die ich mir für 75 Euro geholt habe. Und das wollte ich euch unbedingt zeigen, weil ich zeige euch ja öfter Sachen, wenn ich mir sie kaufe. Und tatsächlich sind Videos, wo ich euch zeige, was ich so kaufe oder teste und so am beliebtesten. Und ich finde, für 75 Euro ist das echt ein krasses Schnäppchen. Und ich glaube, wenn die Lederjacken nicht gewesen wären und dieser rote, lange Jacke da, hätte es vielleicht 40 Euro gekostet oder 30. Also schon krass, weil es halt so ein Kiloladen war, weißt du. Ja. Ja, ich habe zwar keine Jeansjacke gefunden, aber ich halte weiterhin die Augen offen, bis ich eine schöne im Secondhand-Laden finde. Dafür habe ich aber schöne Lederjacken gefunden und schöne Tunikas und das freut mich richtig, richtig doll. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das Video fandet und ich hoffe, ihr habt fleißig mitkommentiert, wie ihr die Kleidungssachen so fandet. Und wer weiß, vielleicht kann ich euch ein bisschen beeinflussen, dass ihr auch mehr auf Flohmärkte geht, mehr in Secondhand-Läden und wäre ja schön, wäre ja auf jeden Fall etwas Cooles. Ich mache das, seitdem ich klein bin. Ich kenne das nicht anders. Also ich bin auch lieber auf Flohmärkten oder in Secondhand-Läden als in irgendwie einer Louis-Boutique oder was weiß ich. Und ich freue mich auf jeden Fall über meine richtig, richtig tolle Shopping-Ausbeute. Was für ein Missvieh. Der stellt sich auf die Kamera, auf den Lautsprecher. Oh, ich habe ihn nicht bekommen. Wie kann man mich so nerven während einem Video? Oh, sie lebt. Ignoriert die Fliege und achtet auf mich. In diesem Sinne, Digis, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, Himmelküsschen und auf Wiedersehen.